die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, ist okay, Doc. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Was ist das eigentlich für ein Arzt in einem Angler-Outfit? Ein typischer Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hat ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Liegt ein Fisch auf dem Tisch? Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Angeber. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wade? Ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Okay, dann gehen wir mal zu Sarah. Also dem Sheriff. Vielleicht steht hier noch irgendwo eine Thermoskanne rum. Aber sieht eigentlich nicht so aus. Und das ist ja ein heißer Computer. Lesen, was? Vermisst. Sind nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Also hier ein Schilder von vermissten Leuten wahrscheinlich. Haben die mich alle vier angegriffen? Letzte Nacht. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon Servus. Liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Okay. Danke. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Am Lover's Peak. Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Nehmen wir uns erstmal die Thermosflasche. Und das noch ein Radio. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Okay. Also ich höre mir so Sachen immer ganz gern an. Trägt zur Atmosphäre bei, finde ich. Wie soll ich jetzt irgendwo durch? Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Alan löst seine Probleme immer mit Treten, so wie es aussieht. Da liegt eine Manuskriptseite. Hören wir uns doch mal an. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake.
dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Falls übrigens jemand aufgefallen ist, die letzten 4 oder 5 Parts hat meine Stimme vielleicht etwas anders geklungen. Alice Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Das liegt daran, dass ich aus Versehen mit meinem Headset aufgenommen habe, anstatt mit dem Mikrofon, was ich normal benutze. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Also gehe ich jetzt wieder rein? Ja. Sieht so aus. Huch. Ah, da liegt noch eine Manuskriptseite. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Ups. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Der schnarcht aber auch ganz gut. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay. Ich habe das Licht angemacht, großartig. Ich wollte nur den Kommen wir hier rein, ne? Denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten der Sheriff. Bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh je, ganz ruhig. Keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Ihr Landeier. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Hm. Die schon Sie wieder. Haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl.
Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Barry ist so die typische Quasselstrippe, die immer irgendwann auf die Nerven geht. Und er hält Alan natürlich jetzt für total bekloppt. Was soll ich machen? Achso, mit Rusty sprechen. Da komme ich nicht raus. Aus dem Fenster steigen soll ich wohl auch nicht. Was macht der denn da? Ist das ein Hund? Ach, ist das vielleicht der Typ, der beim Radiosender angerufen hat und seinen Hund vermisst hat? Oh Junge, es ist fast geschafft. Hi Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Okay. Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Okay. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Ist gut. Liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Jawohl. Du kannst dich nicht